Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden macht es schon was aus. Diese Bewegung nennt man Präzession, und aus diesem Grund, weil das eine andere Berechnung ist, natürlich auch anderen Ergebnis. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als im westlichen Horoskop. Liebe Neura, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse Teil 2. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Horoskop und was bedeuten diese 12 Lebensbereiche. In diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont aufgestiegen wie ein Sonnenaufgang. Das ist dein Lagna oder Aszendent. Die Tierkreiszeichen Zwillinge herrscht hier im ersten Lebensbereich, damit beginnt dein Leben auch. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge haben einen Einfluss auf dein Aussehen. Das ist ein jugendliches Aussehen, das bleibst du auch immer jugendlich. Dann hat ein Einfluss auf deine Persönlichkeit, das Spielerische, das Neugierige, vieles Neues entdecken in dein Leben und auch kommunikativ, natürlich, das kommt auch noch dazu. Und so bist du auch wahrgenommen. Weil das dein Geburtsmoment symbolisiert, heißt, du bist ein Kind davon. Und diese Energie, Tierkreiszeichen Zwillinge, begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende. Hier ist auch ein Geheimnis verborgen. Und dazu erzähle ich die mythologische Geschichte aus dem klassischen griechischen Mythologie. Es gab eine Königin, Leda. Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger von Zeus. Leda war aber verheiratet. Leda war verheiratet mit dem König von Sparta. Und sie wurde von ihm auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von König, Pollux war der Sohn von Zeus, von Himmelsgott. Also der eine hatte menschliche Abstammung, war also sterblich, und Pollux hatte göttliche Abstammung, war also unsterblich. Und dann gab die Zeit, wo Kastor sterben musste, und Pollux ging zu seinem Vater Zeus und sagte, er möchte auch sterben, weil er möchte nicht seinen Zwillingsbruder alleine lassen. Also er verzichtet lieber auf den Unsterblichkeit und möchte mit Kastor mitsterben. Das berührte Zeus, und er sagte dann zu seinem Sohn, nein, nein, ich mache euch beide unsterblich. Und Zeus hat den beiden Zwillinge im Himmel gesetzt
und beide unsterblich gemacht. Und die beiden Sternen sind die Hauptsternen, die tierkreiszeichnende Zwillinge, sind auch miteinander verbunden. Diese Geschichte hat eine symbolische Bedeutung. Und das heißt, wir Menschen haben eine Seele. Und diese Seele ist in uns drin, in unserem Inneren. Und diese Seele ist ein Teil von den göttlichen Schöpfung, also göttlich und unsterblich. Und das ist dieser Teil, was uns Pollux vermittelt, diese Unsterblichkeit. Und tatsächlich ist es so, wenn wir sterben, dann hinterlassen wir uns etwas. Das ist das sterbliche Teil in uns, das ist Castor. Und die Seele verlässt die Körper, die Seele verlässt Materie, die Seele verlässt die Erde und kehrt wieder zum Gott zurück. Und wenn die Seele noch was lernen muss, dann kehrt wieder zurück und beginnt es nochmal. Das ist diese Seelenreise oder Karma. Und die Zwillinge zeigen uns den Weg zu unserer Seele und gleichzeitig die Verbindung zum Göttlichen. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir ein höheres Bewusstsein. Wie finden wir den Zugang zu unserer Seele? Das ist nicht irgendwo draußen, nein, das ist in uns drin, in unserem Inneren. Und da haben wir den Zugang, wenn wir zur Ruhe kommen, nachdenklich sind, wenn wir meditieren, dann haben wir eine Verbindung zu unserer Seele. Und unsere Seele spricht auch zu uns, das ist Intuition, das innere Stimme oder über Träume, über Traumbilder. Und da belehrt uns die tierkreiszeichnende Zwillinge. Wenn du das nachvollziehen kannst und sagst, ja, das ist für mich stimmig, dann kommst du auch zum Leichtigkeit. Und genau diese Leichtigkeit zeigt die Zwillinge, das ist Luftelement und auch das Spielerische. Haben wir viel, viel weniger Angst im Leben. Der zweite Lebensbereich hat mit Werte was zu tun. Alles Wertvolles im Besitz zu nehmen oder die Selbstwertgefühl, sagen, ich bin es wert, ich habe das verdient, ich nehme das im Besitz. Aber nicht nur die Selbstwertgefühl, sondern auch die Finanzen gehört hierher. Man sieht auch im Bild das Geld hier. Und energetisch hängt das Hand in Hand zusammen. Wenn jemand sagt, ich bin das gar nicht wert, ich habe das eh nicht verdient, dann was passiert dann? Geldverlust, ganz einfach. Weil die Geld denkt, ja, wenn du mich nicht willst, dann komme ich auch nicht. Du hast mich nicht verdient. Also immer darauf achten, wie wir denken und wie wir fühlen und vor allem auch, wie wir sprechen darüber. Also niemals sagen, das ist Kohle. Nein, hier bauen wir auch Wertschätzung. Und in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Du hast ein Gefühl zum Werten, du hast ein Gefühl auch zum Geld. Hier wird was geboren. Und du weißt auch intuitiv, wann ist der richtige Zeitpunkt, kaufen, verkaufen, investieren. Und diese Begabung hast hier mit Krebs im zweiten Lebensbereich. Im dritten Lebensbereich sind die früheren Jahre, die Schule, Jugend, auch die Geschwister. Und diese Erinnerungen bleiben. So wie du dich behaupten müsstest,
mit Geschwistern oder in die Schule mit anderen Kindern. Diese Erinnerungen ziehen sich wie rote Faden in unserem Leben. In späteren Jahren zeigt es auch, wie behauptest du dich, das Durchsetzen, der Konkurrenzkampf, aber nicht nur das bedeutet hier, sondern eine Art Austausch, Kommunikation, Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Medien, Austausch, wirklich eine Entdeckungsreise. Und mit Zwilling-Aszendent hast du da auch diese Interesse daran, aber in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Und das bedeutet, du möchtest gerne im Mittelpunkt sein und möchtest auch wahrgenommen werden, auch bei Geschwistern, später auch bei Kontakten mit Menschen in deiner vertrauten Umgebung, Nachbarschaft, Bekannten, Verwandten. Jetzt sind wir im tiefsten Punkt des Horoskopes und ich vergleiche ein Horoskop immer mit einem Baum. Und wenn ich die runde Format betrachte im Horoskop, dann sind wir hier im tiefsten Punkt und das bedeutet die Wurzel. Die Wurzel des Baumes. Und Wurzel brauchen wir Menschen. Wir müssen irgendwo verwurzelt fühlen und das zeigt unserem Zuhause. Hier hast du die Jungfrau. Und Jungfrau bedeutet hier in diesem Bereich, du brauchst Ordnung, auch Sicherheit, Stabilität. Immerhin ist die Jungfrau Erdeelement und die Erdeelement hat schon vermittelt die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, ein fester Boden unter den Füßen. Und dieses Gefühl brauchst du, weil du baust dein ganzes Leben auf dieser Basis. Und das muss immer in Ordnung sein. Gleichzeitig zeigt Jungfrau eine gewisse Heilung. Wenn du entwurzelt fühlst, dann kränkt dich das. Auch dann brauchst du diese Heilung. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder. Und das sind unsere eigenen Kinder oder Enkelkinder. Aber nicht nur das, sondern die Erinnerungen auf unsere eigenen Kindheit. Und das betone ich immer wieder. Die schönen Erinnerungen sollen wir pflegen, bewahren, das sind wahre Schätze. Die Erinnerungen, die mit Tränen verbunden sind, bleiben. Das können wir nicht verleugnen oder unter den Teppich kehren, aber nicht aufhalten. Nicht aufhalten, sondern immer hier und jetzt sein. Wir sind immer dort, wo unsere Füße steht. Und das ist immer die Gegenwart. Dieser Lebensbereich liegt auch die schöpferische Kraft und wir können vieles von Kindern auch lernen, so wie sie spielen, so unbeschwert. Das hilft uns, den Alltag unserem Leben zu bewältigen. In diesem Lebensbereich, wo die schöpferische Kraft und Lebensfreude ist, hast du die Tierkreiszeichen Waage. Du möchtest in die Partnerschaft diese Lebensfreude erleben. Waage steht in Bezug zur Partnerschaft. Außerdem bedeutet die Waage für dich bei diesem schöpferischen Energie deine Kreativität. Der sechste Lebensbereich ist der Alltag. Wie bewältigt man das alles, die Arbeit und dass wir arbeiten können und Leistung bringen können. Und hier haben wir Pflichten, müssen wir gesund sein. Aus diesem Grund wird Gesundheit auch hier zugeordnet. Und hier befindet sich die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gibt dir die innere Kraft der Transformation. Also erstens die Lebenskraft, was von innen kommt, gesund zu werden und auch den Alltag bewältigen oder in Arbeit.
zeigt auch Interesse auf Bereichen, wo du arbeiten möchtest, was mystisch ist. Das kann auch eine spirituelle Richtung sein oder Tiefpsychologie. Könnte ich auch vorstellen. Wenn du betrachtest hier deinen Geburtsmoment, dann siehst du genau gegenüber einen Spiegel, weil das ist dann der Spiegelblick. Und dieser Spiegel zeigt etwas. In dem Augenblick, wo wir geboren sind, schauen wir in diesen Spiegel und sehen wir etwas. Das ist unser Seelenpartner. Und das hier im Westhorizont, wo die Sonne untergeht. Also untergeht dann das Unbewusste. So kannst du das vorstellen. In dem Moment ist sichtbar, im Geburtsmoment, und die Kinder haben noch bis etwa dritte Lebensjahr noch Erinnerungen. Später ist wirklich im Unbewussten, hier im Westhorizont geht das auch nach unten, aber in unserem Inneren wissen wir das, intuitiv wissen wir das auch. Und hier, diese Tür öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Schütze erzählt auch eine Geschichte. Das zeigt doch was. Die Richtung. Und die Richtung ist das Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Und in diesem Zentrum ist rundherum eine Art Energiefeld und das zeigt unsere Wünsche. Also wünscht dir das, eine glückliche Partnerschaft oder der ideale Zustand oder dein Seelenpartner. Die Schütze steht in Verbindung zum Bewegung, zum Reisen, zum Sport auch. Also das wäre für dich möglich, dass du deinen Seelenpartner entweder bei Sport begegnest oder auf einer Reise oder Ausland. Der achte Lebensbereich ist die Transformation. Das ist Pluto-Energie, was hier wirkt. Und das zeigt unsere inneren Kraft, auch die Macht. Aber belehrt uns auch, wir können nur in dieser Kraft bleiben, wenn wir alles verabschieden, was diese Kraft raubt. Dann bleiben wir in Kraft und das kommt von unserem Inneren. Und diese Pluto-Energie ist notwendig, weil Pluto ist der Planet, was dem Leben erhalten bleibt, obwohl er ist der Planet des Todes. Das ist auch der Lebensbereich Tod. Und damit ist nicht das Sterben als Nicht-Existierende zum Verstehen, sondern die Notwendigkeit, alles absterben lassen, weil das sind die Erneuerungsprozesse. Und das, was hier lernen wir in diesem achten Lebensbereich, das sind alchemistische Prozesse auch auf unserem Gefühlsebenen, ein edler Mensch zu sein, auf unseren Gefühlen achten, Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all das loslassen, weil das ist Gift für uns, das sind die größten Stolpersteine überhaupt in unserem Leben. Und das ist dieser Prozess. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Steinbock. In jüngeren Jahren ist es nicht einfach, wenn Steinbock wirkt. Aber in zweiter Lebenshälfte zeigt Steinbock diese Weisheit, dein Können. Du verstehst es und dann sitzt das auch und so kommt alles, bekommt eine Struktur, gibt dir Sicherheit, Stabilität auch in deinen Gefühlsebenen. Neunter Lebensbereich sind die Reise, Ausland auch, aber auch die inneren Reise und das ist religiösen Themen, philosophischen Fragen, spirituelle Richtung. Hier hast du die Tierkreiszeichen Wassermann.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann könnte ich verbinden mit Adler. Steht auch in Verbindung zum Sternbild Adler. Und die mythologische Geschichte über diesen Wassermann erzählt auch die Adler. Also Adler spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Und das ist dieser Weitblick. Alles von oben betrachten. Die Zeit vorausdenkende. Und hier ist wirklich die Ideenreichtum. Das sprudelt. Das sprudelt das Wassermann. Dieses Sternbild zeigt, wie von einem Krug etwas fließt. Man denkt, das ist Wasser. Nein, das ist nicht Wasser. Das sind die Gedanken und Ideen. Das sprudelt. Das, was die Wassermann mit diesem Krug da zeigt, was hier fließt. Das sind die Ideenreichtum. Und Wassermann vermittelt noch etwas. Dieses Gefühl zu haben, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Ein Wassermann kannst du nicht als zuordnen zu einem durchschnittlichen Mensch. Damit kommt ein Wassermann nicht klar. Und bedeutet noch auch Humor. Jetzt sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes. Das ist wie die Krone. Und wenn jemand die Krone trägt, bekommt Anerkennung und Respekt und Ansehen. Und das ist die Krone des Baumes. Das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und hier liegt die Berufung. Aber zeigt auch, wie erreichen wir unsere Ziele. Hier hast du die Tierkreis, zeichnen Fischen. Die Tierkreis, zeichnen Fischen, bestehen aus zwei Fischen. Das erzähle ich immer wieder, weil das ist sehr wichtig. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung und meint, ich kann gar nicht schwimmen. Ich habe Angst vom Wasser und ich brauche ein Rettungsboot. Und die Richtung ist die ständige Zweifel und Angst. Und auch das Selbstmitleid. Die andere Richtung, der andere Fisch sagt dann, ja, warum erzählst sowas? Warum denkst du so, dass wir als Fisch nicht schwimmen können? Ich habe diese Frage noch gar nicht gestellt. Für mich ist selbstverständlich, das ist unserem Element. Also vertraue da. Wir brauchen kein Rettungsboot. Das ist das Denken und Fühlen. Und hier ist die Reichtum verborgen. Und die Reichtum ist eigentlich die Neptun-Energie, ein Traum, weil damit beginnt alles. Erstmal brauchen wir eine Idee, eine Vision, ein Traum. Und hier manifestiert sich das alles, weil wir da Energie lenken, weil wir zurückziehen, meditieren darüber, also wir lenken die Aufmerksamkeit permanent auf diesen Traum. Und in dem Moment manifestiert sich das, weil bekommt Energie. Und wenn wir das vertrauen, und wenn wir daran glauben, auch wenn manchmal Zweifel kommt oder Angst, also nicht in andere Richtung schwimmen, sondern so selbstverständlich das nehmen, wie ein Fisch selbstverständlich nimmt, das schwimmen kann, stellt gar nicht solche Fragen, jetzt mal auch symbolisch gemeint. Dann ist diese innere Überzeugungskraft, dass dieser Traum wahr wird. Und es gibt solche Geschichten. Es gibt einige Menschen, die ihren Traum leben, weil sie das vorstellen können, weil sie das glauben. Und dann loslassen und geschehen lassen. Und mit dieser Methode erreichst deine Ziele.
egal in welchem Lebensbereich. Die nächsten Lebensbereich sind die Hoffnungen, die Wünsche, aber auch die sozialen Kontakte. Hier hast du die wieder Energie, das sind immer wieder mal Neuigkeiten oder begeistert dich immer wieder mal anderen Menschen oder Gruppen von Menschen, wo du gerne dabei sein möchtest. Kann sein, dass du schnell nachlässt, aber die Begeisterung ist da. Und die 12. Lebensbereich sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier schauen wir hinter den Kulissen. Und in diesem Bereich sind auch karmische Themen und auch die geheimen Feinde. Nicht nur das, sondern auch die Ursache, die Erkrankungen. Hier schauen wir wirklich in die Tiefe. Hier hast du die Tierkreiszeichen Stier. Und das bedeutet, das Leben zu genießen, die Ruhe bewahren, brauchst immer wieder mal einen gewissen Rückzug, weil das gibt dir Kraft. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge, das heißt, du bist im Sonnenaufgang geboren. Und das ist die Wahrheitsliebe. Sonne liebt die Wahrheit, weil Sonne beleuchtet das alles. Aber nicht nur das, das ist Glanz. Das zeigt auch dein Selbst. Sonne symbolisiert unserem Selbst. Wenn du dein Selbst lebst und das bringst im Ausdruck, dann kommst du hier auch zum Glanz. Sonne steht in Verbindung zu unserem Herzen. Und wenn du deinen Herzen Angelegenheiten lebst, dann strahlst was aus, dann strahlst wie die Sonne. Warum ist es so? Die Sonne ist das Zentrum unserem Sonnensystem und das Herz ist das Zentrum unserem Körper. Also es ist eine Verbindung da. Und das Herz sollen wir wie eine Schatztruhe betrachten. Mal diese Schatztruhe öffnen, weil das wichtig ist. Und mal schauen, was ist alles da drin? In diesem Schatztruhe ist alles drin, was wir lieben. Und wenn wir danach leben, dann zeigt auch Zufriedenheit und ein glückliches, erfolgreiches Leben. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann. Mond zeigt deinen Gefühlen. Du brauchst immer eine gewisse Leichtigkeit, aber auch Freiraum. Du magst nicht, wenn jemand versucht, dich in die Enge treiben oder dich unterdrücken, weil du brauchst Luft zum Atmen. Zwilling ist Luftelement, das ist dein Aszendent. Sonne ist im Zwilling auch Luftelement. Mond ist im Wassermann auch Luftelement. Mars befindet sich auch im ersten Lebensbereich und das heißt, das ist deine Kraft, wie du dich durchsetzen kannst im Leben. Mit Zwillinge heißt das mit Sprache, mit Kommunikation kannst du andere Menschen überzeugen mit einer Geschichtlichkeit. So kannst du eher dich durchboxen im Leben, als jetzt aggressiv zu sein. Das bist du sowieso nicht. Aber du brauchst die Leichtigkeit und deine Stärke ist deine Sprache, deine Handlungen, deine Ideen. Und so gewinnst auch immer. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Krebs. Merkur zeigt die Kindheit und Jugend. Wenn dein Selbstwertgefühl gestärkt wurde in deiner Kindheit, dann hast du eine gute Energie zum Geld. Wenn du aber klein gehalten wurdest, du schaffst das sowieso nicht, kannst das nicht, du wirst eh versagen. Wenn du solche Sätze gehört hast
Kindheit, Jugend, dann hast du hier mangelnden Selbstwertgefühl. Und wenn du hier die Merkur-Energie, was deine Stärke ist, weil über die Zwillingen herrscht Merkur, also hier ist das für dich sehr wichtiges Thema, weil die Herrscherplanet von Zwillinge, was dein Aszendent ist, hier sich verdreht und zeigt, schau mal genau hin, das wird für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich sein. Dein Selbstwertgefühl und die Finanzen. Und deine Begabung zum Sprache, du kannst damit dich immer behaupten. Jupiter befindet sich auch im ersten Lebensbereich, das ist die Weisheit. Jupiter ist die höheren Oktaven von Merkur. Mit beiden Planeten haben wir mit Wissen was zu tun. Merkur ist das Praktische, Jupiter ist die Weisheit, Jupiter ist eher die höheren Bildung, philosophischen Fragen zum Stellen. Und diese Weisheit hast du. Du bist sehr klug, intelligent, weise, du kannst gut argumentieren und damit kannst du dich immer behaupten im Leben. Und das sind deine Werte. Nimm das in Besitz. Und dadurch verbessert sich sogar die Finanzen. Venus ist die Planet der Liebe. Und das ist die weibliche Energie, du als Frau. In diesen Lebensbereichen zeigt sich karmische Liebe. Ist auch möglich. Hier ist die Karma. Hier sind aber auch die geheime Feinde. Das kann für dich Rivalinnen, Konkurrentinnen sein. Und es ist wichtig, jetzt auf Venus auch achten, weil Venus möchte neu geboren werden. Warum erzähle ich das? Kannst du mal das vorstellen, dass die Tierkreiszeichen Stier mit Venus in Osthorizont aufsteigt wie ein Sonnenaufgang? Und tatsächlich war das kurz vor du geboren bist. In diesem Moment, wo hier in diesem Bereich Stier und Venus befand, warst du noch nicht geboren. Aber Venus steht ganz nah zu deiner Geburt. Venus vorbereitet deine Geburt. Und das macht dich als Frau geheimnisvoll. Venus flüstert auch für dich. Das sind wirklich wahre Geheimnisse. Natürlich kann auch bedeuten karmische Liebe. Und jetzt zurück zu dieser Stier mit Venus. Also stell dir das vor, die Tierkreiszeichen Stier mit Venus steigt hier hoch in Osthorizont und du bist hier noch in diesem Bereich, bist noch gar nicht geboren. Die Verbindung ist aber da. Aber das erlebst du in die Zeit, wo du noch im Mutterleib bist. Dann, etwa 20 Minuten, eine halbe Stunde später, steigt die Zwillinge in Osthorizont und du bist geboren. Venus fühlt sich aber in dein Leben immer noch wie im Mutterleib. Und das gibt dir das Gefühl,
dass du als Frau gar nicht wahrgenommen bist. Du bist übersehen, weil das ist unsichtbar. Und bleibt aber nicht unsichtbar, wenn dir das bewusst ist, woran liegt das alles? Und hier brauchst du eine Art Neugeburt, einen anderen Bewusstsein und die Verbindung zum Venus finden. Natürlich macht dich das geheimnisvoll. Und das ist deine Stärke. Aber wenn dir das bewusst ist, dann, gerade wenn das um Liebe, Partnerschaft geht, dann versteckst du dich nicht mehr. Du hast Angst, dass dir das gar nicht zusteht oder du bist nicht weiblich genug oder anderen Frauen sind schöner. Das muss nochmal geboren werden und dann kannst du das zeigen, wie du bist. Dein Aussehen, wie du dich kleidest, brauchst du dazu einen anderen Bewusstsein. Und das kannst du so vorstellen, weil das hat mit Schwangerschaft auch was zu tun, weil dieser 12. Lebensbereich beschreibt auch die Schwangerschaftsmonate von deiner Mama, genau. Dass deine Mama hat etwas erlebt während der Schwangerschaft, wo sie angefangen hat, daran zu zweifeln, ob sie immer noch attraktiv genug ist, wenn du schon geboren bist, also nach dem Geburt. Sie hat damit Themen gehabt oder hat angefangen zum Zweifeln, wie zum Beispiel, oh, jetzt nehme ich mal ein bisschen zu, jetzt bin ich gar nicht mehr so attraktiv genug. Und genau diese Energie überträgt sich auf das Kind im Mutterleib, weil das Baby im Mutterleib spürt die Gefühle der Mutter, weil man verbunden ist. Und genau dieses Gefühlen hat deine Mama jetzt unbewusst, natürlich unbewusst, auf das Kind, auf dich übertragen. Und du hast immer wieder diese Themen, ich bin nicht hübsch genug oder ich bin nicht wahrgenommen als Frau, weil dieses Gefühl hast von deiner Mama im Mutterleib auch bekommen. Und Venus zeigt hier, du bist geheimnisvoll, ich bin da und zeigt das nach außen, zweifle nicht daran, du bist hübsch. Und das kannst du, du musst nicht davonlaufen, du musst dich nicht verstecken. Saturn ist hier ganz oben im Tierkreiszeichen Fischen und zeigt, hier hast du eine Lernaufgabe, deine Ziele erreichen oder deine Berufung leben. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen. Uranus befindet sich im Löwe. Hier in diesem Bereich Kontakte zu Geschwistern, Verwandten, Nachbarn, da ändert sich immer wieder was oder dein Wohnort ändert sich oder in deiner vertrauten Umgebung ändert sich ständig etwas. Aber Uranus bedeutet auch deine Ideen, weil hier handelt es sich auch um Wissen, dass du deine Ideen vermitteln kannst, kommunizieren kannst, wie zum Beispiel Vorträge zu halten oder ein Buch zu veröffentlichen. Uranus denkt auch in Zeit voraus, herrscht auch über Wassermann. Neptun zeigt unseren Träume. Neptun ist rückläufig, hast du hier karmische Themen hier im Waage, wirkt auf den Bereich Kindheit. Neptun kann auslösen Gefühle wie Enttäuschungen. Und das würde ich schon sagen, dass in deiner Kindheit etwas passierte, was dich enttäuscht hat. Neptun hat auch einen Bezug zum Alkohol, Drogen auch, manchmal etwas, was unklar ist. Und es kommt nicht von Neptun selbst,
Also nicht der Planet löst sowas aus, sondern Neptun ist geheimnisvoll. Neptun ist, kann man nicht greifen. Das ist die Fantasie, die Träume, die Visionen, die Inspiration. Das ist wirklich wie ein Kunstwerk. Natürlich kannst du hier gerade im Waage diese künstlerische Begabung leben. Ich nenne Neptun immer der Planet der Künstler. Aber weil das alles so bildhaft, fantasievoll ist, schwierig das vorstellen, dass das so der Realität entspricht. Und weil hier ist schwierig unterscheiden, was ist die Realität, was ist die Wahrheit und was ist die Fantasie, was ist dieser Traum. Aber das ist so, das vermischt sich miteinander. Natürlich löst sowas aus wie Undurchschaubarkeit oder auch Betrug oder gerade bei Alkohol, Drogen. Man ist so in die Schwebezustand. Könnte ich mir vorstellen, ich habe noch nie Drogen genommen, auch kein Alkohol getrunken. Also ich kann nicht mitreden, aber ich denke, dass das so ist, dass das so wie in einer anderen Welt ist. So fühlt man sich wahrscheinlich das an. Und das ist auch Neptun. Und durchaus ist möglich, dass das so, was du erlebt hast in deiner Kindheit. Pluto zeigt die innere Kraft und auch diese Macht. Das habe ich auch erklärt, wo wir hier bei 8. Lebensbereich waren. Pluto befindet sich im 3. Lebensbereich, hier im Löwe. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Das bedeutet die Tagesbewegung des Mondes. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte. Damit beginnt auch die Schöpfungsgeschichte. Also wie ein Silhouette, die erste weibliche Energie eigentlich. Und diese Rohini ist so schön, unschuldig, zeigt diese Weiblichkeit. Und der Mond verliebt sich an Rohini. Und der Mond macht einen Heiratsantrag und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, naja gut, du darfst doch meine Tochter heiraten, aber du musst alle ihre Geschwister auch heiraten, sonst geht das nicht. Ja gut, der Mond dachte, da muss ich halt alle Frauen heiraten. Und der Mond heiratete alle 27 Frauen. Die schönste ist natürlich Rohini. Und das war auch die Lieblingsfrau des Mondes. Aber der Mond besucht jeden Tag eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert andere Eigenschaften. Hier handelt es sich um Astrologie, natürlich von Sternen. Und diese Eigenschaften kommen selbstverständlich von Sternenhimmel. Und genau in diesen Mondhäusern möchte ich erzählen, welche Mondhäuser haben Einfluss auf dein Leben. Dein Aszendent ist die Zwilling. Dieses Mondhaus heißt Punarvasu. Und hier wird Castor und Pollux, diese Geschichte habe ich erzählt, von klassischen griechischen Mythologie. Und nicht nur Castor und Pollux wirkt hier, sondern auch Sirius. Sirius ist ein ganz berühmter Stern. Die Ägypter haben Sirius verehrt. Sirius zeigt was. Sirius zeigt den kleinen Wagen oder kleinen Bär. Und diesem Sternbild kleinen Wagen oder kleinen Bär befindet sich der Nordpol. Und der Nordpol dient zum Orientierung. Und Sirius zeigt hier, du brauchst in dein Leben Orientierung. Sonst fühlst du dich orientierungslos. Dieses Mondhaus bedeutet auch die Stille suchen, weil aus der Stille werden deine Ideen geboren. Dann kannst
mit deinen Gedanken spielen. Das ist die Reichtum hier, die Gedanken. Aber da brauchst du die absolute Ruhe und Stille. Sonne befindet sich im selben Mondhaus. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. In Tierkreiszeichen Wassermann nicht nur im selben Stammbild, sondern in Umgebung sind viele, viele Glückssternen. Und wenn Mond hier sich bewegt, dann steht in Verbindung mit diesen Glückssternen und das verspricht Glück in deinem Leben. Die einzige Hindernis, was sein kann, das ist die Angst, weil die Angst blockiert. Und so heißt diese Mondhaus, Shatabisha, übersetzt heißt das 100 Ängste oder 100 Glück. Und das ist ein Hinweis, wenn du Angst hast, dann blockierst du dein Glück. Aber wenn du angstfrei lebst, dann ist das Glück da. Mars befindet sich in den Zwillingen, aber in einem anderen Mondhaus. Und dieser Mondhaus heißt Mruga, übersetzt heißt es Hirsch. In westlichen Astrologie oder in griechischen Mythologie ist es mit Orion verbunden. Orion, der himmlischen Jäger. Also Orion wirkt in diesem Bereich. Die indischen Astrologen sehen hier auch einen Hirsch und bedeutet dieser Mondhaus die Suche nach etwas, verfolgen deine Ziele, danach jagen, erreichen zu wollen. Und genau das ist dein Mars-Energie. Da setzt dein Kraft ein, weil Mars ist die Kraft. Mit dieser Kraft können wir uns behaupten in unserem Leben. Aber bedeutet Mars auch der Mann? Und natürlich hier mit diesem Orion-Energie, bleib im Vertrauen, dass dieser Mann sucht dich und dich auch findet. Oder hat dich schon gefunden. Merkur im Krebs befindet sich in einem Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Pushia und heißt der richtige Zeitpunkt. Eine starke Intuition, dieses Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, wann ist der richtige Zeitpunkt eher nichts tun, zurückhaltend sein, dieses gutes Gespür hast und hast auch ein gutes Gespür erkennen, das Böse und das Gute. Jetzt nicht das Böse und Gute bei den Menschen, sondern auch bei den Entscheidungen auch. Ist das gut für mich oder ist das eher nicht gut für mich? Aber das kannst du leben, wenn du auf deine inneren Stimme vertraust. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Mondhaus heißt Punarvasu, dasselbe, wo dein Aszendent und dein Mond, dein Sonne ist, wo dein Aszendent und dein Sonne ist. Dasselbe wirkt Castor, Pollux, Sirius. Und jetzt kommt die große Überraschung. Was denkst du? Wo befindet sich dein Venus? In welchem Mondhaus? Und ich verrate dir das, dein Venus befindet sich im Mondhaus Rohini, die schönste Frau unter den 27 Geschwistern, die große Liebe des Mondes. Also vertraue dein Weiblichkeit. Das hat Venus sicherlich geflüstert, vor du geboren bist. Saturn ist hier ganz oben. Saturn befindet sich im Mondhaus Uttarapatra und bedeutet reinigen. Reinigen die Gedanken und Gefühle. Dann erreichst du auch deine Ziele.
und das Geben und Nehmen im Gleichgewicht halten, auch die inneren Gleichgewicht, auch sehr wichtig dazu. Uranus ist im Löwen, diesem Mondhaus heißt Purva Palguna, und da kommen die Veränderungen, und Uranus zeigt etwas, was ändert sich in dein Leben. Etwas war zuvor, das kann auch karmische Themen sein, und da muss es reifen lassen. Und dann kommt die Vollendung. Du brauchst Geduld, Ausdauer und das Vertrauen, du erreichst das alles, weil du hast schon etwas wie eingepflanzt. Das kann auch im früheren Leben sein. Und genau das wird vollenden, aber das muss noch reifen lassen. Brauchst Vertrauen. Pluto ist im selben Mondhaus. Neptun ist hier rückläufig karmischen Themen, Erinnerungen an die Kindheit. Dieser Mondhaus heißt Vishaka. Vishaka ist eine Feuergöttin und verbrennt alles, was im Weg steht. Es ist aber nicht zerstörerisch, sondern zeigt die Notwendigkeit, all das aus dem Weg räumen, was stört. Und hier im Bereich Kinder, da sind die Erinnerungen an deine Kindheit. Sonst kommen diese Gefühle immer wieder hoch, die Enttäuschungen. Das muss verbrennen. Und das ist die reinigende Feuer. Feuer kann reinigend wirken, und Vishaka, diese Feuerenergie, ist die Tempelfeuer, so wird das verehrt. Rahu und Ketu zeigen die Karma. Das ist eine Schlange oder Drache, das ist eine Drache. Aber diese Drache wurde getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Und die eine Teil ist das Körper ohne Kopf, das ist die Vergangenheit. Und Rahu ist der Kopf der Drache und das, was wir suchen. Weil wir möchten, dass das eins wird. Wir brauchen diese Einheit. Und wir suchen diesen Kopf, diesen verlorenen Kopf der Rahu. Der Kopf der Drache. Dein alter Karma, dieser Drachenkörper, ist im Waage, das zeigt ein alter Karma, alte karmischen Erinnerungen, alten karmischen Themen, das ist hier im Waage, im Mondhaus Vishaka, wieder die Feuergöttin. Und du brauchst Feuerelement, warum? Das kann ich auch beantworten. Wir haben vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft, Wasser. Die Feuerelement ist die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Die Erdeelement, die Sicherheit, Stabilität, Bodenständigkeit, Realität, Materie auch. Luftelement ist die Leichtigkeit, das Spielerische, die Ideenreichtum. Und Wasserelement ist das Unbewusste und die Gefühle. Du hast im Erdeelement Venus. Du hast im Luftelement Sonne, Mond, Mars, Jupiter, Aszendent, und Wasserelement hast du Merkur. Die äußeren Planeten Uranus, Neptun, Pluto gehören nicht dazu. Und du hast kein Planet in Feuerelement. Jetzt nicht erschrecken, du bist nicht die Einzige, die meisten Horoskopen fehlt auch ein Element. Das heißt nicht, dass du das nicht kannst, sondern das, was lernst, was dir vermittelt wird, und wenn du in diesem Feuerelement bist, dann gibt dir die Gleichgewicht. Das ist auch etwas Fehlendes, und wenn du die Feuerelement lebst, dann fühlst du dich auch vollständig. Und die Feuerelement ist wieder. Das ist der Neuanfang, die Kraft und Mut, etwas Neues zum Starten. Dann die Löwe, das ist die Herzenswärme, diese Herzensfeuer, die Selbstbewusstsein auch, die Sonnenenergie. Und dann die Schütze. Und die Schütze ist diese Bewegung, diese ständige Begeisterung, aber auch das Lernen in eine Richtung, wo unsere Wünsche sind. Diese Art von Begeisterung.
Und wenn du das lebst in dein Leben, dann spürst dein Feuer und das ist reinigen. Wie Chakra reinigt das alles. Das ist die reinigende Feuer. Und hier hast du auch karmische Themen. Und Rahu, dieser Kopf, ist im Widder, hier im 11. Lebensbereich, wo wieder deine Wünsche und Hoffnungen ist. Und die Widder sagt, sei mutig, alles was dich begeistert, starte das, überlege nicht lange. Das ist mal die Botschaft, die Widder. Die Widder sagt auch, ich bin's, ich mache, ich kann das. Widder betont das Ich. Gegenüber die Waage betont das Du, wir machen. Widder sagt, ich mag's. Und Widder herrscht auch über den Kopf. Und das, was dich dann vollständig macht, weil das fehlt, nicht nur bei dir, wir haben Rahu, jeder Mensch hat Rahu im Horoskop, jeder Mensch. Und jeder sucht die Identität, das Platz des Lebens. Und da Gedanken machen, wo ist es, was ist es genau? Das ist dieser Kopf der Rahu. Und wenn man das gefunden hat, ah ja, das ist meine Berufung, das ist doch mein Platz, hier wollte ich immer leben. Dann fühlt man sich vollständig und schließt die Kreis. Und der Weg ist hier im Widder, mutig zu sein, alles in Bewegung setzen, was dich begeistert. Oder bedeutet auch im Freundeskreis dich durchsetzen, nicht davonlaufen, sondern dich durchsetzen. Das ist schon Mars-Energie. Und das kannst du auch, weil du hast Mars im Aszendent. Das kannst du mit Leichtigkeit, weil du hast hier die Luftelement. Jetzt noch die Verbindungen, weil das ist wie ein Netzwerk. Die Sonne, Mond, Planeten, sie kommunizieren auch miteinander. Neptun hat einen schönen Einfluss auf dein Aszendent. Sind zwar hier Erinnerungen, das ist unangenehm, aber unterstützt deine Persönlichkeit, wenn du die Neptun entdeckst in dir und das ist deine künstlerische Begabung oder deine Vision, dein Traumleben. Sonne und Jupiter stehen in Konjunktion, das heißt, sie wirken gemeinsam. Das kannst du gar nicht trennen. Die sind immer zusammen. Und Jupiter hat schon eine Verbindung zum Sonnenenergie, weil das ist die innere Sonne. Und das zeigt auch unseren inneren Größen, unseren inneren Werten. Und das bringst du in Ausdruck, ins Licht. Das ist deine Ausstrahlung, Auftreten, dann hast du auch Glück, Jupiter schenkt auch Glück, Optimismus, Sonne auch. Und Uranus und Pluto stehen hier im Löwe auch in Verbindung. Natürlich, Uranus bringt immer wieder unerwartete Ereignisse und hat einen Einfluss auf unser Nervensystem. Astromedizinisch herrscht über das Nervensystem. Und du brauchst dann immer, wenn etwas Unerwartetes kommt in dein Leben, bist du unsicher oder nervös, dann brauchst du die Pluto-Energie und das ist deine innere Kraft, auch die Überzeugungskraft, da kann gar nichts schief gehen. Es klappt alles. Und so kannst du die beiden miteinander verbinden. Die Sonne Jupiter steht in einer harmonischen Verbindung zum Uranus-Pluto. Sonne, Jupiter, steht aber sehr gut auch zu deiner Venus. Wenn du die Venus-Energie da rausholst, deine Weiblichkeit, aber auch deine künstlerische Begabung, das, was Glück bringt in dein Leben. Liebe Neura, das war diese Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.